Endzeit-Sekten. Huh. Hallihallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder reingeschalten habt. Wir sprachen ja schon über Endzeit-Sekten und jetzt kommt aber wieder dieses Thema hoch. Ihr schickt es mir vom Thorsten Schulte. Ihr wisst, ich schätze ihn sehr. Das Problem ein bisschen ist, dass der Thorsten glaubt, immer weil er ein Buch herausbringt oder wenn er in einem Buch irgendwelche Konstellationen aufzeigt, dann ist das was Neues. Und über Endzeit-Sekten könnte man sich spätestens seit dem Internet 25 Jahre sehr, sehr gut informieren. Ja, es gibt islamische, es gibt jüdische, es gibt christliche Endzeit-Sekten, es gibt auch hinduistische, es gibt jede Religion, Bewegung, philosophische Richtung ist in den Katastrophismus eingetaucht und hat erkannt, dass unsere Welt anders funktioniert, als was man uns erzählt hat mit Urknalltheorie, mit Evolutionstheorie, mit. Und jede dieser Endzeitsekten hat mal mehr, mal weniger Aletten aufgerissen. Was heißt mal mehr, mal weniger Aletten aufgerissen? Ihr werdet jetzt Endzeitsekten finden. Ich glaube, es war Argentinien, es war aber auch Brasilien, wo sich zum Beispiel die Sektenmitglieder plus der Häuptling, wo sie sich umgebracht haben, werdet ihr finden, wenn ihr recherchiert. Ihr werdet wahnsinnig viel zu dem Thema finden und wie immer ist es dann wichtig, eine Vogelperspektive zu behalten und nicht so zu tun, boah, ich lese es, das ist ja was Neues, ja, das weiß keiner. Das sind alles altbekannte Themen, wenn dann so gebracht wird, naja, und der kennt aber den, der kennt den. Bitte, nehmt euch einmal euch und eure Familie. Ich rede immer vom Club, das ist wie eine Familie und ich will den Club auch nicht in Schutz nehmen, auch Trump nicht in Schutz nehmen, weil jetzt eben wieder gerade so geteilt wird, naja, aber der Trump und der kennt den Netanyahu und der kennt den, ja, es ist ein Club, es ist eine Family, die kennen sie. Da hat jeder unterschiedliche Kenntnisstände, auch über den Katastrophismus und verfolgt das Ganze mit unterschiedlichen Interessen. Wie ihr in der Familie, der eine weiß ganz genau, dass die Masken für die Fische sind, der andere, naja, nein, sind nicht für die Fische. Beredet ihr das gleich alles in der Familie? Habt ihr bisher immer gleich reinen Tisch gemacht? Oder war es nicht so, dass man dann halt zu gewissen Themen geschwiegen hat, so getan hat, wie wenn es das Thema nicht geben würde? Und dann so halt mit der Zeit, wenn die Not größer wurde, Corona, hat man begonnen, Grenzen zu setzen. Und genau dieses Phänomen, was ihr bei euch in eurer Familie, bei euren Bekannten, Freunden habt, legt es um auf den Club. Und ja, vom Club sind sicherlich ein paar sehr gut eingeweiht und da werden einige auch nach dem Prinzip Need to Know folgen und nach dem Prinzip des Kaisers neuen Kleider. Aber auch dort gibt es viele Bekanntschaften und das heißt nicht, nur wenn man mit dem bekannt ist, mit dem auf einem Foto war, dass man deswegen mit allem einverstanden ist. Es kann sogar sein, dass man sagt, ja, wisst ihr, da gibt es Endzeitsekten, die wollen im Nahen Osten das Ende, was Trump gesagt hat, und trotzdem kann er dagegen sein und langsam dagegen intervenieren. Ihr müsst euch immer überlegen, wie war das bei euch in den Familien? Könnt ihr all das, was wir hier im Telegram-Kanal gewälzt haben, könnt ihr das alles bringen? Könnt ihr darüber reden? Was passiert denn, wenn ihr diese Themen bringt und darüber redet? Reagieren die Leute mit, hörst du, ist aber interessant, erzähl einmal. Oder kommt dann der Blick ins Leere, weicht man aus. Jetzt im Aktivismus nach wie vor, wenn es um das Thema Bewusstsein geht, wenn es um das Thema Spiritualität geht. Ja, jetzt sind die Leute bei Geopolitik und bei supranationalen Strukturen und wollen also über, weiß ich nicht, Trump und Netanyahu und reden. Das sind aber Leute wie du und ich und ja, die bewegen sich halt in ihren Netzwerken. Bei dem, jetzt könnten einige sagen, na, wieso haben die dann diese Freunde? Schaut, jedes Netzwerk hat in sich eine Dynamik. Wenn du, ich sag, du verdienst $300,000 im Monat und für dich ist es kein Problem, dir in einer Diskothek um 5.000 Euro Getränke, nur Dollar Getränke zu kaufen, dann
gehst du lieber mit Leuten weg, die dieses Problem auch nicht haben, als mit Leuten, die dann, das ist mir zu viel Geld und wieso bist du verschwenderisch, und als dir zum Beispiel sowas anzuhören. Das heißt, das Netzwerk, das bildet sich von alleine aus Bequemlichkeit. Sicherlich auch, weil man dann in diesen Netzwerken gegenseitig sich pushen kann. Herst, der kennt den, der kennt den. Bern Mistkübler, wenn ich in, jetzt im Arbeiternetzwerk bin und auf so einer Arbeiterparty, naja, dann wird mich dann Mistkübler anders pushen können als irgendein CEO eines 500 Millionen Unternehmens. Versteht ihr? Das heißt, es sind die Dinge, wie sie funktionieren, ganz, ganz einfach. Der Gustav meldet sich schon, der ist schon umrund, der will schon in den Wald. Ich bin gerade auf dem Weg in den Wald mit ihm. Das heißt, dieses Ganze mit jetzt, dass die Leute so, boah, und ein großes Geheimnis. Und ja, der Katastrophismus, den gibt es. Viele Muster sprechen dafür. Die Muster sprechen dafür, dass das mit unserem Bewusstsein gekoppelt ist. Und wir täten gut daran, würden wir nicht ständig, boah, und ein großes Geheimnis. Und ich erzähle euch jetzt was. Und die Offenbarung. Und kauft mein Buch. Oder teilt mein Video. Ja. Wir reden in dem Kanal jetzt seit 4 Jahren ganz offen darüber und keiner will's hören. Und wie viele von euch wissen es schon und verteilen die Message aktiv? Und gleichzeitig seid ihr aber dann diejenigen, die wollen, dass zum Beispiel ein Trump und Co. diese Message sofort unter die Leute bringt und sofort teilt. Ja, ihr selber schafft es ja nicht. Wieso soll es ein anderer schaffen? Versteht ihr? Also es ist relativ einfach, locker bleiben, Endzeitsekten gibt es, gab es, wird es wahrscheinlich immer geben, solange die Menschheit so frustriert ist und nach ganz starren Dogmen lebt. Und es liegt an uns, dass wir diese Dinge ändern. Und ändern werden wir es, wenn wir darüber reden, wenn wir klar Grenzen setzen, wenn wir uns nicht anscheißen, dass, na, wie stehe ich vor dem da? Naja, so wie du vorher am Tag gestanden bist, nur zuerst einmal heute jetzt was Neues. Und der wird sich vielleicht denken, bist du ein Koffer, aber ja, so ist es halt. Ich habe euch immer erzählt, Bewusstsein schaffen ist mit Gegenwind verbunden. Einerseits für euch selber, weil ihr euch selber reflektieren müsst, weil ihr selber erkennen werdet, erst, eigentlich bin ich auch so ein linker Agent. Erst, eigentlich bin ich auch so ein Arschkriecher. Oder eigentlich bin ich auch so ein Vermeider von Konflikten und Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn ihr das in euch aufgelöst habt und dann aktiv dann nach draußen geht und versucht, die Welt wirklich zu einem besseren Ort zu machen, ja, dann wird es Gegenwind von den anderen bekommen. Ja, das ist wie das Amen im Gebet. Unbewusstheit bewusst zu machen, ist mit Arbeit und Gegenwind verbunden. Diese ganze New Age-Scheiße mit atme dich weg und tanz im Wald, und die wird gar nichts verändern. Verändern wird sich durch Arbeit etwas. In diesem Sinne, alles Liebe euch.